noch 5 Minuten bis zur Pause und noch immer 0:0 in diesem enttäuschenden Superpokalspiel zwischen dem AC Milan und Ajax Amsterdam. Vielleicht kommt in diesen letzten 5 Minuten etwas Leben in diese Partie. Thierry Mühre. Flanke von Hahn. Und das war Nesken. Gut gespielt jetzt. Abseits. Das Tor von Nesken zählt nicht. Wir bekommen das sicher wieder. Jawohl, Abseitsposition von Nesken. Aber es war zumindest eine Idee da. Man hat sich hier etwas einfallen lassen. Rivera. Ja, guter Pass von Rivera für Chiarucci. Hahn. Das war ein schwerer Fehler. Schwerer Fehler der Italiener. Und auch von Neskens nicht gut ausgenutzt. Hülshoff. Münster und Nesken. Ist noch nicht vorbei, die Situation von Kaiser. Zwei Holländer gegen vier Italiener. Kaiser, Foul an der Strafraumgrenze. Noch nicht im Strafraum. Foul von Schnellinger. Die Notbremse gezogen. Eine Distanz für Piet Kaiser. Aber er wird nicht schießen. Oh ja, jetzt holt er sich den Ball. 45 Minuten sind bereits um. Die Italiener reklamieren jetzt. Es gibt eine Verwarnung. Verwarnung für Ancelotti. Wegen Kritisieren. Mehr als ein direkter Schuss wird nicht drinnen sein. Jawohl, direkt geschossen von Kaiser und das ist auch der Pausenpfiff. Wir schauen uns noch die Wiederholung an. Weit über das Tor, 0:0 zur Pause zwischen dem AC Milan und Ajax Amsterdam im San Siro Stadion. Kaiser. Kaiser hat er gut gemacht. Aber Schnellinger, der Routinier, noch einmal die Holländer durch. Ari Hahn. Hülshoff. Ein Kroll ist das Kroll. Ja, vielleicht mehr Druck jetzt rennt. Ein abgefälschter Schuss und der Sürbier Versuch eines Doppelpassspiels. Ein herrlicher Schuss jetzt und zwar wurde er ab. Schauen wir uns die Wiederholung an. Kaiser, ja und von der Thierry Mühre. Ja, und das war großes Glück jetzt für die Mailänder. Kaiser hätte nur noch vollstrecken müssen. Jedenfalls gefährlicher jetzt nach Seitenwechsel die Holländer. Kaiser. Das muss doch ein Tor sein. Ein Vicky hat noch einmal die Hand richtig ausstrecken können. Hier die Wiederholung. Kaiser, Vecchi. Repp, guter Schuss von Repp und Kaiser. Verteidigung gedrängt, die Holländer haben das Tempo erhöht, haben den Druck etwas erhöht und das ist Abseits, ja Abseits von Chiarucci. Nicht nur Chiarucci war abseits, auch ein zweiter Italiener.
und Becky. Die Wiederholung. Und jetzt eine Konterchance. Chiarucci und Tor. Mitten in die Wiederholung. Plötzlich völlig freigestanden. Chiarucci. Und 1:0 für den AC Milan. Ja, das ist also ein Resultat, wie es dem Spielverlauf nicht entspricht. 76. Minute, 1:0 für AC Mailand durch Chiarucci. Sabatini, Rivera. Eine Unaufmerksamkeit der Holländer und Chiarucci hat wieder einmal ein entscheidendes Tor geschossen. Ein Tor allerdings, das verkehrt proportional zu diesem Spielverlauf ist. Bergamaschi für Rivera. Dieses Tor hat natürlich Auftrieb gegeben, hat die Italiener vor einer drohenden Niederlage bewahrt. Kaiser für Ari Hahn und Vecchi. Ja, so gewinnen italienische Mannschaften. Nun, es geht noch 11 Minuten, aber die Holländer werden Mühe haben, dieses Tor zu verkraften. Ein Tor, das sie unglücklich getroffen hat. Ein Kopfballstoß für Ajax Amsterdam. Etwas den Spielverlauf Kroll. Noch 3 Minuten sind zu spielen. Schnellinger. Jetzt ist natürlich beinahe jeder italienische Spieler trieren sich jetzt auf diese letzte Chance. 2 Minuten vor Schluss. Kaiser. Sürbier. Aber nicht immer die richtige Unterstützung bei seinen Nebenspielern. Noch einmal jetzt Neske. Unerhört, was dieser Bursche für eine Kondition hat. Letzte Spielminute. Wir sind schon in der 91. Minute. Neskens und Müller nebeneinander. Der hat geschossen, aber die Mauer ist zu früh nach vorne gegangen. Noch einmal die Wiederholung. Schauen Sie sich vielleicht Müller und Neskens an. Die beiden haben den meisten Schmutz auf den Trikots. Das zeigt, sind auch beide jetzt nebeneinander und Neskens schießt und in den Schuss, der Schlusspfiff dieses Superpokalspiels. Der AC Mailand schlägt Ajax Amsterdam. Noch einmal Thierry Mühren, noch einmal Hülshoff. Ja, und Vecchi, das war ein Schuss von Ari Hahn und jetzt ist es der Schlusspfiff. Jetzt ist der Sieg der Mailänder endgültig. 1:0 für den AC Mailand, also durch ein Tor Chiarucci über Ajax Amsterdam. Das Rückspiel am 16. Jänner in Amsterdam.